Die VVN wurde 1947 gegründet, ist jetzt 73 Jahre alt. Und du bist seit 50 Jahren Mitglied in der VVN, deine Frau Gisela auch. Und das war 1969, bist du eingetreten. Was waren deine Motive damals? Warum hast du gesagt, ich will Mitglied der VVN werden? Ja, das war die Zeit, als wir beruflich uns in Düsseldorf niedergelassen haben. Wir haben dort eine Arztpraxis übernommen, auf einem alten Antifaschisten. Und dann begann natürlich auch die Frage des politischen Engagements. Und da ich aus einem antifaschistischen Elternhaus stamme, wo meine beiden Eltern bei den Nazis ihre Haftstrafen über sich ergehen lassen mussten, resultierte für uns daraus, dass wir uns natürlich auch antifaschistisch betätigen werden, von der Basis der Arztpraxis aus. Und es fiel uns nicht schwer, weil unser Vorgänger war auch ein alter, gestandener Antifaschist, in dessen Sinne wir und die Praxis übernommen haben und auch darüber hinaus uns politisch aktiv tätig werden ließen. Und das war die Zeit. Wir hatten zwar nicht viel Zeit gehabt aufgrund unserer ärztlichen Tätigkeit, aber so gut wir konnten, waren wir mit dabei bei allen Veranstaltungen oder auch wenn Meinungsbildung betrieben wurden, waren wir immer aktiv mit dabei gewesen. Kannst du dich noch an was erinnern, was da so eine große Rolle gespielt hat bei der VVN-Arbeit? Was war so Veranstaltungen, Aktivitäten? Jetzt ist das 50 Jahre her, ne? 50 Jahre her und ich sagte schon, wir haben gerade in der Zeit, als wir die Praxis übernommen hatten, natürlich uns hundertprozentig für unseren Beruf eingesetzt, weil es darum ja ging, erstmal die Praxis zu erhalten und darüber hinaus den Leuten zu zeigen, dass der neue Arzt in ihrem Bereich, dass der auch in ihrem politischen Sinne mit ihm gemeinsam gehen würde. Und das war, wie gesagt, weniger in Funktion als nur gut. Es gibt vier andere Möglichkeiten, wie man sich da betätigen konnte, aber ein Detail war, weiß ich heute nicht mehr. Ihr habt dann lang in Düsseldorf gelebt. Kannst du dich jetzt noch an, oder reden wir mal über das Elternhaus, wie bist du geprägt worden? Wo habt ihr gelebt? In Mannheim, in Schwetzingen? Wie war das damals? Mein politischer Werdegang war eigentlich der, ich komme aus einem antifaschistischen Elternhaus. Die Eltern haben beide bei den Nazis ihre Haftstrafen abgesessen. Das ging so weit, weiß ich noch, dass meine Mannheimer Oma mit uns Kindern in den Schlosspark gingen. Von dort aus hatte man Einblick in das Mannheimer Gefängnis. Und unsere Oma sagte uns als Kleinkinder, sagte Oma, da oben sitzt eure Mutter, ruft mal jetzt laut, die Mama soll rauskommen. Und wir als Kinder haben das natürlich gemacht, weil wir unsere Mutter lieb hatten und haben nach ihr gerufen. Und im Nachhinein sagte sie, ja, sie gehört hat sie es, aber gesehen konnte sie es nicht. Aber vielleicht hat das ein bisschen was beigetragen, dass die Nazis dann doch die Haftstrafe an unsere Mutter etwas abgekürzt haben. Ja. Das ist ein Werdegang. Aber so ging es dann eben weiter, dass meine Eltern unter ständiger Gestapo-Beobachtung waren und wir das so im nebenbei mitbekamen. Wobei ich immer wieder sagen muss, diese Eindrücke auf uns Kinder, die waren mehr als das, was Eltern ihren Kindern wörtlich beibringen konnten. Ja.
Man wusste, da kommt jemand, der will nichts Gutes zu seinen Eltern. Und da muss man drauf reagieren. Und das haben wir auch getan. Und ich muss sagen, dass den ganzen Krieg über war bei uns in der Familie eine politische Offenheit da gewesen, dass unser Vater uns im Laufe der Jahre mit einer großen Landkarte informiert hatte, wie der kriegerische Stand der Auseinandersetzung der Nazis gegen die Sowjetunion waren. Ja. Der Vater, der Erwin, war ja in Kislau. War in Kislau und durfte ja als Kinder da zu ihm dahin, durfte ihn besuchen? Nein, das durfte nicht. War nicht möglich. Wie hast du denn die Kindheit dann, wo hast du die verlebt? Jetzt in Mannheim oder wo bist du in die Schule gegangen oder war da schon in Schwetzingen? Meine Eltern kamen ja aus Mannheim, sind praktisch in Schwetzingen zugezogen und damit mit drei Kindern auf Wohnungssuche. Und so kam es auch, dass wir dann in Anfang der 30er Jahren eine Wohnung bekamen in einem Achtfamilienhaus, wo an die 20 Kinder gelebt hatten. Das war natürlich von der Seite her für uns als Kinder ein frohes Erlebnis, wenn es auch unter ganz bescheidenen allgemeinen Bedingungen davonstatten ging. Also haben viele Spielkameraden gehabt. Und bei uns vom Haus endet die Straße, weiß ich noch, und da lag ein Berg von Straßen, Steinen. Damals gab es ein Spiel, das habe ich später nicht mehr gesehen. Das war das Spiel des Steinbockspielens, wo unsere Kinderscharen sich trafen, auf der Straße eben ihre Zeit verbracht haben. Die Schule, wie hast du die Schulenerinnerung? Von dort aus gingen wir zur Volksschule, die Hilderschule. Da gingen alle drei Knapsbuben gingen dorthin. Wir waren keine schlechten Schüler, aber waren Spitzenschüler waren wir nicht. Mein zweiter Bruder am ehesten, aber wir waren schon gut im Rennen gewesen. Und dafür sorgt auch unser Vater, dass wir uns entsprechend da einbringen in der Erarbeitung des Wissensstoffs, der damals vermittelt wurde. Leider ging ja die Schulzeit bei mir mitten im sechsten Schuljahr zu Ende, weil die Fliegerangriffe der Alliierten zunahmen zu der Zeit und dann wurden die Schulen geschlossen und wir haben dann keine Schule mehr gehabt. Kannst du dich an deinen Lehrer erinnern? Wie war der Lehrer oder hast du mehrere Lehrer gehabt? Ja, ich habe einen Lehrer, Benzinger, gehabt. Zwei, der eine hieß Fleischauer, den habe ich in einer stärkeren Erinnerung, weil der war auch schon Lehrer zu meinem Vater und war eigentlich durch die Kriegsereignisse, war er in Ruhestand gekommen. Aber wurde dann wieder zurückgeholt, also, weil sie keine Lehre mehr hatten. Aktiviert. Die wurden alle zu den Soldaten eingezogen. Ja. Und immer, wenn ich mal nichts wusste oder meine Antworten nicht gar so gut richtig waren, dann hörte ich den Satz, ja, dein Vater hätte das aber viel schneller gekonnt als du. Also mein Vater war bei ihm Schüler und er scheint ein sehr guter Schüler gewesen zu sein. War der streng, der Lehrer? Gab es da Bundesstrafe? Ja, das war damals üblich. Rohrstücke gab es keine mehr. Der Nachschub an Rohr fiel ja aus. Dann haben die ein Vierkantlineal genommen. Und ein Vierkantlineal und damit in die Hohlhand zu schlagen, das ist schon eine schmerzhafte Angelegenheit. Ich war bemüht, irgendwie so wenig als möglich in die Situation zu kommen, dass ich Prügelstrafe bekam. Ich musste mich mit den Bemerkungen abgeben,
dass mein Vater eben doch der gute, bessere Schüler war als ich. Ja. Nichtsdestotrotz, alljährlich wurde ja der Schüler Nummer 1 gewählt, der bei Schulanfang die Schulklassen im Hof der Schule, der Hilderschule versammeln musste und musste ordnungsgemäß, wie es bei Nazis üblich war, Meldung machen an den Rektor. Und in diesem Zusammenhang musste dann die Nazi-Fahne gehisst werden. Und das eigenartig war bei mir, dass die Fahne nicht mehr hochging. Der Krieg war so weit fortgeschritten, dass das Öl anscheinend in den Schulen ausgegangen war und die nicht mehr in der Lage waren, die Rollen da zu hissen. Aber ich konnte das meinem Vater dann mitteilen, dass die Fahne nicht mehr hochging. Und er tröstete mich und sagte, Junge, mach dir keine Sorgen, du wirst bald eine andere Fahne hissen können. Das war dann der Abgang. Also es war die Endphase vom Krieg und dann... Die Endphase vom Krieg. Wie hast du dann so dann die Befreiung, diese Phase da erlebt? Da warst du ja noch... Ich war damals 12, 13 Jahre ganz alt. Ganz jung, ne? Und bin, weil ich Lust am Arbeiten hatte, bin ich zum Bäcker gegangen und habe dort einfach mitgearbeitet. Wolltest du da eine Lehre machen als Bäcker? Keine Lehre, ich habe keine Anstellung gemacht, sondern mir ging es einfach darum, ich wollte etwas tun, damit ich etwas zu meinem Essen beitragen konnte. Und für die Familie auch. Für die Familie in dem Moment, wo ich zu Hause wegfalle, fällt ja mein Essen dem Rest der Familie zugute. Und dadurch, dass mein Vater kannte den Bäckermeister ein bisschen so näher und hat er das geduldet, dass ich dort arbeiten konnte, ohne Arbeitsvertrag. Wie gesagt, ich musste dann 12 Stunden Schicht arbeiten als 12-, 13-Jähriger. Die Arbeitszeit ging von 4 Uhr früh bis 4 Uhr nachmittags. Und dafür bekam ich dort das Essen. Und das war mir die Sache wert. Und abends mal bekam man dort auch ein Laibbrot von zu Hause mit auf den Weg. Und da hat sich die Familie natürlich erst recht drüber gefreut. Ja. Egon, die Jugendzeit, die dann sich angeschlossen hat, wie hast du die erlebt? War das? Es war schon eine tragische Situation. Die Bäckerei musste in Betrieb bleiben, obwohl schon Artilleriebeschuss auf Nordschwetzingen war. Und die anderen haben sich immer amüsiert, wenn ich irgendwas pfeifen hörte, so viel hatte ich mitbekommen in der kindlichen Ausbildung damals, auf den Boden werfen. Das habe ich gemacht. Immer wenn eine Granate pfiff, dann warf ich mich auf die Erde. Und die anderen Bäcker, meistens waren das polnische Kollegen, die haben sich amüsiert für mich. Bis zu dem Augenblick, wo es plötzlich eine andere Reaktion gab, weil eine Granate schlug in das Haupthaus ein und die Granate explodierte aber nicht, sondern sie schlug durch bis in den Keller und tötete dabei die eine Tochter vom Bäckermeister. Die Tragik eigentlich ist, die einerseits der Tod dieser, das war ein gutes Mädchen, die war zu uns Bäckern gut, die Tragik, dass sie zu Tode kam. Die andere Seite war, dass man uns hat arbeiten lassen, obwohl der Artilleriebeschuss schon im Gange war und die Backstube ja nur von einem Glasdach überdeckt war. Sodass mich heute noch manchmal frage, was war die Orientierung der amerikanischen Artillerie, dass die dieses Bäckerhaus da na gut, auf jeden Fall, wie gesagt, erst dann wurde aufgehört zu arbeiten und ich ging nach Hause und damit war meine Tätigkeit in der Bäckerei zu Ende.
Wie ist jetzt die Jugendzeit? Was hast du da erlebt? Gab es Freundschaften? Hast du dich politisiert? Ausbildung gemacht? Wie? Ich erwähne bereits früher, dass unser Vater uns bemüht war, früh in den Turnverein eingliedern zu lassen, damit wir uns sportlich ausarbeiten konnten. Und so war das auch. Wir waren in der Zwischenzeit andersmäßig auch gereift. Mit dem Turnen in der Jugendgruppe klappt es nicht mehr so, weil unser geliebter Turnlehrer vom Verein, der Herr Hein, der war in der Zwischenzeit auch zum Militär eingezogen, wurde aber alsbald wieder entlassen, weil er als Kriegsverletzter nach Hause kommen konnte. Aber wir haben Buben, wir haben uns an der Leichtathletik gewidmet und haben dort eigentlich eine erfolgreiche Arbeit gemacht. Meine beiden Brüder, die waren mehr im Turnverein tätig. Ich war mehr für Mittel- und Langstreckenlauf im spontanen Training. Habe dort auch einen guten Trainer gefunden. Der ist mit mir im Schwetzinger Wald ständig unterwegs gewesen und dort haben wir uns, Schorsch Meyer hieß er, und dann haben wir uns einfach dort betätigt im Langlauf. Ja. Bis und haben bei der Gelegenheit dann, sobald es dann Möglichkeit gab, Kreismeisterschaften teilgenommen und haben dort gute Ergebnisse erzielt. Schön. In Schwetzingen einmal war es der Waldlauf, wo wir die Kreismeisterschaft gewonnen haben. Und dann im darauffolgenden Jahr war es dann die 3000 Meter Strecke auf der Aschenbahn, bei der ich dann bayerischer Jugendmeister werden konnte. Und das war für mich natürlich ein großer Erfolg. Ja. Aber damit endete auch in meiner Schwetzinger Tätigkeit. Ich selbst habe dann erst aus Hungersgründen wegen Arbeit bei den Amerikanern aufgenommen in der Küche, wo ich Geschirrspüler wurde. Aber ich bekam dort mein Essen und wurde dort satt. Aber das ging nur anderthalb Jahre und dann entschloss ich mich, doch einen richtigen Beruf zu erlernen. Und ich, was hast du für Lehre begonnen dann? Ich habe dann Tischlerlehre gemacht. Eigentlich wollte ich in die Försterei gehen, eine Forstlaufbahn machen. Aber Freunde sagten mir, die Forstwirtschaft in Fest in der Hand von der CDU. Und da bräuchte ich nicht als progressiver junger Mensch damit zu rechnen, dort eine Lehrstelle zu kriegen. Dann habe ich eben einen Holzberuf erlernt und das war der Schreiner in Heidelberg. Und dort dann habe ich auch zu Ende gemacht bei einem alten Tischlermeister, der ohne Maschine arbeitete. Und da ging es eben echt von Hand auf. Ja. Und es war mir angenehm, die Zeit zu vollbringen, aber als die 3 Jahre rum waren, sagte der mir auch, Buh, ich kann dich jetzt nicht mehr halten, das ist lohnmäßig nicht mehr drin. Okay. Und dann ging die Suche von mir los, wie geht's beruflich weiter. Hast du derzeit auch dich schon für Politik interessiert? Nach der im politischen Elternhaus ist es auch bestimmt gefördert worden. Es war für mich selbstverständlich, dass ich in dem ersten Lehrjahr, in der ersten Schreinerei, in der ich tätig war, wurde ich Jugendsprecher, es war ein Bedürfnis gewesen, mich für die sozialen Belange der jungen Menschen einzusetzen. Und aber das Schicksal wollte es, dass ich diese Lehre schnell verlor, weil damals ein Gesetz herauskam, das hieß, junge Menschen unter 18 Jahren haben Anspruch auf 4 Wochen Urlaub. Und weil meine Jugendgruppe, die Naturfreunde-Jugend damals, die meine Naturfreunde-Gruppe machte, plante einen Urlaub von 3 Wochen,
im Allgäu. Und als ich meinem Lehrmeister das sagte, sagte Mama, bei uns gibt es das nicht, bei uns gibt es die 14 Tage. Wenn, dann kannst du im christlichen Jugendverband versuchen, ob es dort was zu Besseres gibt. Dann bin ich zur Gewerkschaft gegangen. Mein erster Kontakt zur Gewerkschaft war in Heidelberg, ein alter Mann, der war mir sehr sympathisch. Dem habe ich mein Schicksal geschildert und er sagte mir, Junge, geh du mal in Urlaub, ich kümmere mich schon und werde mit deinem Lehrmeister in Heidelberg das besprechen. Mit dem Ergebnis, als die Ferien zu Ende waren, war die Entlassung da gewesen und es beging ein Gerichtsprozess, den mir die Gewerkschaft ermöglichte, den wir auch begannen, aber er brauchte mich nicht mehr einzustellen, sondern er musste mir aber eine andere Lehrstelle in Heidelberg suchen und das fand auch statt. Und ich war glücklich, beim alten Sozialdemokraten die Tischlerlehre zu Ende zu führen und habe dort ein gutes Arbeitsverhältnis gefunden, weil auch die politische Grundeinstellung übereinstimmte. Ja. Das war das Ende meiner Tischlerei. Danach versuchte ich mit der Abendhochschule, ich habe ein Bedürfnis gehabt, was dazu zu lernen, mir hat es nicht mehr ausgereicht. Ich wollte irgendwie eine weitere berufliche Ausbildung wollte ich machen, aber das hat nicht geschafft. Ich bin dann in Mannheim in der Abendhochschule eingetreten, aber mit dem Ergebnis, am Tag über 9 Stunden zu arbeiten in der Schreinerei und dann anschließend in die Abendoberschule zu gehen und das war konzentriert zu hören und dann anschließend Zug zu steigen. Ich bin in den Zug eingestiegen und eingeschlafen und man glaubt es nicht, als der Kontrolleur kam und von mir die Fahrkarte verlangte, habe ich dem die Fahrkarte, ich hatte die in der Tasche, ich konnte dem die Fahrkarte nicht zeigen. Ich war kräftemäßig geöffnet, also nur als Ausdruck dessen, es war zu viel. Dann hörte ich aber von einer Möglichkeit in der DDR, dass man dort als gelernter junger Arbeiter, der eine Berufsausbildung hatte, die Möglichkeit bekam, an der sogenannten Arbeiter- und Bauernfakultät in 3 Jahren Hochschulreife zu erwerben. Und darum bewarb ich mich. Und die Bewerbung wurde angenommen und so konnte ich dann Ende 1950 mein Studium in der DDR beginnen, wo ich dann auch diese 3 Jahre an der Arbeit am Bauern verbrachte. Wo war das in der DDR? Wo war das? In Berlin? Das war in Berlin. Das Schöne natürlich für mich war, dass die DDR Ausbildungsmöglichkeiten vergab für junge Menschen, die in einem Beruf ausgebildet waren. Mhm. Die bekamen nicht nur den Studienplatz freigestellt, sondern bekamen auch ein Stipendium. Das war nicht hoch, aber wir konnten damit leben. Ja. Ich spreche von mir, weil meine Frau mit dabei war bei diesem Weg und dort begann unsere berufliche Laufbahn. War dein Wunsch schon immer, Arzt zu werden oder wann ist eigentlich, der so bereit? Eigentlich wollte ich getreu des Einflusses meiner Mutter, die aus der Forstwirtschaft kam, wo sie im Büro arbeitete, wollte ich eigentlich in die Fortschrift. Aber die Cleverness meiner Frau, die hat es geschafft, dass ich dann, sie hat mich quasi ein bisschen umgepolt. Und hat mich so überzeugt. Hat mich überzeugt. Insofern konnten wir dann anschließend nach dieser Arbeit- und Bauernfakultätausbildung in Leipzig das Medizinstudium aufnehmen. Ja. Also habt ihr zusammen dann studiert? Wir haben dann in Leipzig studiert und haben dort auch dann unser Examen gemacht. Und nach dem Examen hieß die DDR, hat seinerzeit ein
Gesetz gehabt hat, dass Leute, die von auswärts dorthin zum Studium kamen, die mussten anschließend Abschluss des Studiums, mussten die in ihre Heimatländer zurück. Bei uns als Westdeutsche machte man eine Ausnahme, dass man sagte, macht ihr erstmal eure Facharztausbildung, dann wird man weiter sehen. Ja. Und so war es auch, wir haben dann unsere Facharztausbildung gemacht und dann ergab sich eine Möglichkeit, eine Praxis zu übernehmen. Meine Frau, die hatte Ausbildung als Internistin und ich als Kinderchirurg. Und dann haben wir gesagt, na gut, wenn sich da die Möglichkeit bietet, versuchen wir das zu übernehmen. Und das hat der Mann in Düsseldorf. Der so seid ihr in Düsseldorf gelandet. So sind wir in Düsseldorf gelandet, beim fortschrittlichen Dr. Karl Hagedorn. Und er war glücklich, dass er seine Praxis jungen Menschen übergeben konnte, die im seinen Sinne, im fortschrittlichen Sinne die Praxis weitergeführt haben. Ihr habt dann lange in Düsseldorf praktiziert, bis zur Rente. Wir haben dann... Hast du oder habt ihr da zum Beispiel die Henny Dreifuß kennengelernt, die in Mannheim Henny Dreifuß kannten wir schon aus unserer Mannheimer politischen Tätigkeit. Aber die hat in anderen Lebenslauf genommen. Aber wir trafen uns dann erst wieder in Berlin, trafen wir uns, aber wir trafen uns auch in Düsseldorf wieder. Ja, hat sie ja gelebt. Und sie wurde dann letztendlich unsere Patientin. Okay. Ja. Ja, sie hat ja für ihre Eltern, die ja umgekommen sind, in der Nazi-Zeit umgebracht wurden, Stolpersteine finanziert, die in der Goethestraße in Mannheim ja verlegt sind. Und nach ihrem Tod, jetzt vor 2-3 Jahren, ist jetzt auch der Vorschlag gemacht worden, für sie in Mannheim auch einen Stolperstein bei den Eltern da. Wobei mir bei der Henny Dreifuß im Namen eines einfällt, das haben wir Freunde von ihr und von uns gesagt, dass die Henny in Frankreich während ihrer französischen Emigration eine tolle antifaschistische Rolle gespielt hat. Sie war nämlich aktiv im Widerstand gewesen in Frankreich und hat von dort aus den Kampf gegen die Nazis aufgenommen und bis letztendlich durchgeführt, bis es heute weit war, dass die Nazis geschlagen waren. Also die Henny Dreifuß ist auch für uns ein großes Vorbild. Sie war in meinen Augen bis zum Schluss eine Heldin. Ja. Ihr seid dann hier in die Gegend wieder, in die Heimat wieder zurückgekommen, nach Schwetzingen. Es war für uns ein Bedürfnis als Schwetzinger und war es gewesen, dass wir wieder nach Schwetzingen zurück wollten. Ja. Und zwar haben wir damit aber schon während unserer beruflichen Tätigkeit begonnen, wo junge Menschen sich den Gedanken tragen, ein Haus zu bauen. Das haben wir auch gemacht und das haben wir in Schwetzingen gebaut. Und als Zweifamilienhaus, wo meine Eltern drin wohnen konnten und auch die Schwiegermutter drin wohnten, insofern haben wir ein Familienhaus gehabt und meine Eltern haben bis an ihr Lebensende dort verbracht und wir haben dazu beitragen können, dass wir mit unserer beruflichen Ergebnis ihm noch eine schöne Wohnung vermitteln konnte, wo mein Vater sagte, hier dreht man mich nur noch mit den Füßen nach vorne hinaus. Ich hatte auch mal die Möglichkeit, bei einer Geburtstagsfeier im Elternhaus war ich eingeladen und da gibt es auch ein schönes Bild, wo auch viele ältere Mitstreiter, Genossen, Antifaschisten da auf dem Balkon waren. Und das habe ich auch noch in schöner Erinnerung. Ja, du hast ja dann hier auch in der DKP und in der VVN engagiert. Wie kannst du da noch ein paar Worte zu sagen? Bis heute bist du ja noch Mitglied in unserem Vorstand bei der VVN. Mhm. Und kannst du da vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen? Ich komme ja aus einem kommunistischen Elternhaus. Insofern würde man, ohne dass meine Eltern uns gedrängt hätten,
auf einen politischen Kurs, dass man eben nachdenklich wird. Mhm. Nachdenklich wird in der Einschätzung der Situation der Menschen. Und ich habe kurz erwähnt, dass ich in meiner Lehrzeit als Jugendvertreter tätig war und mich mit gewerkschaftlichen Belangen eingesetzt habe und bin die Steigerung war gewesen. Ich habe den politischen Werdegang meiner Eltern fortgesetzt bis zum heutigen Tag. Kannst du dich an bestimmte Personen jetzt noch besonders erinnern, die in der VVN zum Beispiel jetzt sehr aktiv waren? Fritz Salm, Helge Kammigan. Fritz Salm kann ich bei mir erinnern. Fritz Salm war damals, das war noch in meiner Zeit der politischen Aktivität in der FDJ, war der Fritz Salm, war einer unserer Lehrer, der uns berichtet hat von seinen Vorstellungen der Zukunft und uns die Möglichkeit gäbe, uns rauszusuchen, was wir davon bedeutungsvoll halten und bereit wären, auch weiterhin zu tragen. Aber wenn wir schon dabei sind, muss ich noch eins sagen, mit dazu beigetragen zu unserer politischen Bildung war die Tatsache, dass wir einerseits einen Onkel Wilhelm Künstler hatten. Das war ein aktiver Kommunist, der nach der Machtergreifung Nazis im illegalen Kampf für die KPD tätig war und dort dem einer Verräterin zum Opfer gefallen ist, die ihn verraten hat und er dann zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. 11 Jahre verbrachte er in Stuttgart am Hohen Asberg. In Ludwigsburg. Und jedes Mal, wenn ich dort nach Stuttgart fahre, heute denke ich an meinen Onkel Wilhelm. Er hat die Zeit überlebt, damals mit schweren psychischen Schäden vor allen Dingen, aber er ist weiterhin Kommunist geblieben. Und ein weiteres prägendes Erlebnis war die Geschichte, wir nannten ihn Onkel Albert. Das war Albert Fritz aus Heidelberg-Kirchheim. Er war Mitstreiter in der Mannheimer Widerstandsgruppe und wurde verhaftet in den 40er Jahren und auch von den Nazis mit dem Todesurteil hingerichtet. Das war ein Onkel, ein Genosse meiner Eltern, der uns sehr nahe stand und das ist bis zum heutigen Tage sehr prägend auf uns, auf die ganze Familie war und deshalb ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, im November immer wieder zu den Gedenkveranstaltungen am Lechleicherplatz in Mannheim und auf dem Bergfriedhof in Heidelberg an den Veranstaltungen teilzunehmen und an den Genossen zu gedenken, die damals ihr fürs Ansehen der guten Menschen in Deutschland ihr Leben geopfert haben. Egon, jetzt hast du ja von deinem... Und mein Weg geht so weiter. Ja, von deinem bewegten politischen Leben gesprochen, vor dem man ja wirklich große Achtung haben muss und auch hat. Wirst du noch, oder könntest du noch ein Wort an die junge Generation richten? Was wirst du denen aufgrund deiner ganzen Erfahrung, die du gemacht hast, so mit auf den Weg geben? Was wäre für dich so wichtig, denen zu sagen, worauf sie vielleicht in ihrem Leben achten sollten oder hinarbeiten sollten? Die heutige Jugend hat es schwerer als wir, weil es gibt keine Nazis in dem Sinne mehr, wie wir es damals im Dritten Reich erlebt haben. Also keine Nazis jetzt an der Macht. Es bildet sich ein neuer faschistoider
Gruppe bildet sich heraus und damit für uns alle eine starke Anforderung, ob links, ob halb links, ob Mitte, zusammenzustehen in erster Linie im Kampf gegen diese wiedererstarkenden Nazis. Das darf nie wiederkommen. Aber für die Jugend ist es insofern schwer, soweit sie in Arbeit sind und ihr Lebensunterhalt verdienen können, können sie sich heute natürlich mehr erlauben als früher. Umso komplizierter ist es, sie gedanklich an die Probleme heranzuführen, die an ihnen nicht vorbeigehen dürfen. Es geht darum, A, den Frieden in der Welt zu erhalten und jegliche Rüstungsmaßnahmen, die bei uns im Lande sich momentan verstärkt wieder abzeichnen, aufzuhalten, damit die Menschen sollen von ihren Produkten, ihrer Arbeit, ihr Leben gestalten können, ein gutes Leben gestalten können. Aber wir wollen nicht mehr, dass in die Rüstung verstärkt eingelagert wird, dass man sich wieder Gedanken macht, wie viele Kriegsschiffe man braucht oder wie viele Panzer man mehr braucht. Es gibt so viele Dinge in der Welt, wo man den Jungen sagen kann, lasst uns Gemeinschaft da für etwas tun, damit wir den Völkern, die noch nicht, bei weitem nicht so weit sind in der Entwicklung wie bei uns in Deutschland, dass die Arbeitsbedingungen bekommen, dass sie Lernmöglichkeiten kriegen und auch ihre eigene Lebensweise verbessern können, dann wird auch der Zeitpunkt kommen, wo sie kein Bedürfnis mehr haben, in diesen großen Scharen in die Welt hinauszuströmen und damit den Flüchtlingsstrom ausmachen, der sich gegenwärtig in der Welt abzeichnet. Das möchte ich den jungen Menschen sagen. Dort ist ein Grund, wo es sich lohnt, sich einzusetzen und wo man auch Erfolg erzielen kann, weil das eine Frage ist, die Verbündete schaffen kann.